replaced all of us, didn't she? Willkommen bei WatchMojo Deutschland und heute erzählen wir unsere Tipps für die 10 besten Disney-Schurken, die immer recht hatten. Rat Infestation. It's taken over my Gusto's Restaurant. Für diese Liste schauen wir uns die Antagonisten in Disney- und Pixar-Zeichentrickfilmen an, die in ihren Handlungen am meisten gerechtfertigt sind, auch wenn sie fehlgeleitet sind. Wir sprechen über große Bösewichte, Handlanger und problematische Charaktere. Solange sie nicht der Held sind, sind sie wählbar. Wir könnten allerdings einige Handlungsstränge verraten, also Spoiler Alert! Wenn diese Figuren im Recht sind, heißt das, dass die entsprechenden Helden im Unrecht sind? Lass uns deine Meinung in den Kommentaren unten wissen! Nummer 10. Edgar Balthasar. Zugegeben, es fällt schwer, mit einem Mann zu sympathisieren, der Tiere misshandelt. Aber um fair zu sein, Edgars Arbeitgeberin, der er jahrzehntelang treu gedient hat, wollte ihre Katzen ein unverschämtes Vermögen vermachen. Edgar? And lead you me to say you're leaving a vast fortune to Edgar? Everything you possess? Stocks, bonds, this mansion, your country chateau, our treasures, jewels, and... No, George, to my cats. To your cats? Klar, danach wäre es an Edgar gegangen, aber trotzdem. Was zum Teufel sollen die Cats mit dem ganzen Geld anfangen? Kannst du es ihm verübeln, dass er sich aufregt? They'll be gone. Now think of a way. There are a million reasons why I should. All of them dollars. Millions. Those cats have got to go. Edgar ging die Dinge definitiv falsch an. Aber sie und ihre Katzen haben Madame Adelaide Bonn-Familie nie gebeten, ihnen ihr Vermögen zu hinterlassen. Sie haben einfach ihr bestes Katzenleben gelebt. Was Edgar angeht, wollen wir nur sagen, dass seine Frustration verständlich war. You are going to Timbuktu if it's the last thing I do. Seine Wut war einfach völlig unangebracht und die Dinge gerieten außer Kontrolle. Nummer 9. Maleficent. I really felt quite distressed at not receiving an invitation. You weren't wanted. Not what? Oh dear, what an awkward situation. Was für eine Art von Kleinigkeit auf Mittelschulniveau ist das? Wollen diese Monarchen wirklich das ganze Königreich zur Taufe ihrer Tochter einladen und Maleficent ausschließen? My gift shall be... Ja, sie ist düster und kantig und passt nicht zur Ästhetik, aber angesichts ihrer Macht und ihres Einflusses hätten der König und die Königin es besser wissen müssen. Fools! Idiots! Imbeciles! Nun, die böse Fee hat definitiv überreagiert und ihre Wut fälschlicherweise an Aurora ausgelassen. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass Stefan und Lea sich wie Idioten verhalten haben. Wir sagen nicht, dass der König und die Königin verpflichtet waren, Maleficent zur Party einzuladen, aber wenn sie sie nicht dabei haben wollen, hätten sie es vielleicht etwas ruhiger angehen lassen sollen. Ladet nicht einfach alle ein, außer ihr. Well, here's your precious princess. Nummer 8. Robert Callaghan. Hang on. We've invited all these people. Whoopee. The pilot was Callahan's daughter. Callahan blames Cray. This is a revenge story. Trotz all der schrecklichen Dinge, die er auf seinem Rachefeldzug getan hat, kann man nicht anders als ein wenig Mitleid mit diesem Mann zu haben. Er glaubt, dass er seine Tochter bei einem tragischen Unfall verloren hat, weil ein Kollege unvorsichtigerweise eine experimentelle Maschine testen wollte, bevor sie fertig war. Was my daughter a setback? Callahan! But you... Your daughter, that... That was an accident. No! You knew it was unsafe. My daughter is gone because of your arrogance. Ähnlich wie sein persönlicher Bösewicht verursacht Callaghan am Ende jedoch den Tod seines Schützlings Tadashi und wird selbst zum Bösewicht. Tadashi, you just let him die. Give me the mask, Hero. He went in there to save you. That was his mistake. Und ja, er hat schreckliche Dinge getan, nachdem er der maskierte Yokai wurde. Dennoch war Callaghan im Grunde seines Herzens nicht wirklich böse. Er war nur ein trauernder Vater, der in den Wahnsinn getrieben wurde. You took everything from me when you sent Abigail into that machine. Now I'm taking everything from you. Nummer 7. Yzma. Get rid of Cusco. The real Cusco?
Of course the real Cusco. Don't you see? It's perfect. With him out of the way and no heir to the throne, I'll take over and rule the empire. Sie ist absolut wild und, ja, böse, aber das heißt nicht, dass sie sich in Cusco täuscht. Anfangs ist er ein schrecklicher Kaiser. Als wir ihn kennenlernen, ist er grausam zu seinem Volk und kümmert sich nur um sich selbst. By the way, you're fired. Fired? What do you mean, fired? How else can I say it? You're being let go, your department is being downsized, you're part of an outplacement. We're going in a different direction, we're not picking up your option, take your pick. I got more. Er lebt in verschwenderischem Luxus, während sein Volk darum kämpft, über die Runden zu kommen. Und dort verbringt Cusco einen Großteil des Films damit, zu jammern und sich darüber zu beschweren, wie ungerecht sein Leben ist. Er setzt diesmal ständig herab und vernachlässigt ihre Fähigkeiten und Talente. He can't get rid of me that easily. Who does that ungrateful little worm think he is? Niemand würde Ismas Beweggründe als altruistisch bezeichnen, aber man kann es ihr nicht verübeln, dass sie ihn entthronen möchte. Not the dinner. You know. Oh, right. The poison for Cusco. The poison chosen specially to kill Cusco. Cusco's poison. That poison? Yes, that poison. Und wenn man bedenkt, dass sie die einzige halbwegs kompetente Politikerin zu sein scheint, fragen wir uns, ob sie nicht vielleicht sogar einen besseren Job gemacht hätte, auch wenn ihr Stil ein bisschen zu viel war. Nummer 6. Shere Khan. Let go, you big oaf. Es ist schwer darüber hinwegzusehen, dass er versucht hat, Mowgli etwas anzutun, aber um ehrlich zu sein, sind seine Motive nicht völlig unverständlich. Immerhin ist er ein Tiger. Why should you run? Could it be possible that you don't know who I am? I know you all right. Er findet, dass Menschen nicht in den Dschungel gehören, weil sie nur alles abreißen. Und wenn du an Abholzung, Wilderer und Waldbrände denkst, hat diese Großkatze völlig recht. Sooner or later, Mowgli will meet Shere Khan. The tiger? What's he got against the kid? He hates man with a vengeance, you know that. Because he fears man's gun and man's fire. Sein Groll gegen Mowgli ist ein bisschen viel, aber man kann seine Logik nicht wirklich leugnen. Er versucht nur, sein Zuhause zu schützen. Bravo, bravo. An extraordinary performance. And thank you for detaining my victim. Don't mention it. Your Highness. Boo. Let's get out of here. Seine Bereitschaft, unseren jungen Protagonisten ins Visier zu nehmen, macht ihn zu einem unverbesserlichen Schurken, aber wenn er seine Methoden überdenken würde, könnte er als heldenhafter Beschützer des Dschungels gesehen werden. Nummer 5. Captain Hook. Right here, Mr. Smee. Hornet, you fool! No! No! Captain? In der Originalversion dieser Geschichte von J.M. Barrie ist Peter Pan eigentlich ein viel fehlerhafterer Charakter. Und wenn man genauer darüber nachdenkt, ist er auch in dem Disney-Film von 1953 nicht gerade ein großes Vorbild. Er hat Hooks Hand an ein Krokodil verfüttert und hatte sichtlich Spaß daran, den Kapitän zu quälen. Good form, Mr. Smee. Good form! Did Pan show good form when he did this to me? I Captain. Cutting your hand off was only a childish prank, you might say. Aye, but throwing it to that crocodile, that cursed beast liked the taste of me so well, he's followed me ever since. Es ist eine Sache, einen Gegner in der Hitze des Gefechts zu verletzen, aber seine Hand an ein Krokodil zu verfüttern, ist nur noch bösartig. Das Argument, dass Peter nur ein Junge ist, zieht auch nicht wirklich, denn er ist buchstäblich ewig jung, was bedeutet, dass Hooks Schmerz nie endet. Well, well. A codfish on a hook. I'll get you for this, Pan. If it's the last thing I do. Ehrlich gesagt wäre es nicht schwer, diese Geschichte umzuschreiben und die Rollen von Held und Bösewicht zu vertauschen. Nummer 4. Hades. Hades und Zeus haben die Rivalität unter Geschwistern auf eine ganz andere Ebene gebracht. Hades wurde von seinem überheblichen Bruder in die Unterwelt verbannt. Stell dir vor, wie er sich fühlte, als er dort unten ganz allein war, während alle anderen Götter im Paradies auf dem Olymp leben durften. Oh, Hades, you finally made it. How are things in the underworld? Well, they're just fine. You know, a little dark, a little gloomy, and as always, hey, full of dead people. What are you gonna do? Wir dulden sein Verhalten nicht. Er versucht, den unschuldigen Herkules zu verletzen, um Zeus zu stürzen, und das ist ein einfaches Nein. Die ganze Sache, bei der er die Titanen freiließ, um alle Götter zu vernichten, weil sie ihn vernachlässigt hatten, war auch sehr kleinlich. And now that I set you free, what is the first thing
you're going to do? Destroy him! Good answer. Aber er wollte einfach nur einen Platz auf dem Olymp und wir können nicht anders, als mit ihm zu fühlen. Nummer 3. Goop. Game didn't go so well, huh? No, I fell asleep in the ninth inning and I missed the winning catch. Then I got beat up. Afterwards, Coach took me aside and told me to let it go. Armer Goop, oder sollten wir sagen Bowler Head Guy? Seine jugendlichen, böswilligen Pläne werden durch den tiefsitzenden Groll auf seinen ehemaligen Mitbewohner Louis motiviert. Als er in der Nacht zuvor durch Louis Bastelgeräusche wachgehalten wurde, schläft Goop während eines Baseballspiels ein und schafft es nicht, einen guten Fang zu machen. Sein Selbstvertrauen ist erschüttert und das Waisenkind wächst zu einem Einzelgänger heran, der damit kämpft, dass er seinen Schmerz nicht auf gesunde Weise verarbeitet hat. Also ja, sein Groll ist irgendwo verständlich. If I hadn't fallen asleep, I would have caught the ball, and we would have won. Do you understand? For some reason, no one wanted to adopt me. Während er sich auf einen dunklen Pfad begibt, sucht er eigentlich nur noch einen Abschluss, den er verdient hat. Leider wird er von DOR 15 ausgenutzt und wird Teil eines wirklich, wirklich bösen Plans. Nummer 2. Chefkoch Skinner. Wir sind keine Fans davon, wie Skinner Gustos Erbe ausnutzt, um Tiefkühlkost zu verkaufen und versucht, Linguini um sein Erbe zu bringen. Allerdings sind wir mit seinen Bemühungen einverstanden, Ratten aus seiner Großküche fernzuhalten. Kill it! Now? No! Not in the kitchen, are you mad? Do you know what would happen to us if anyone knew we had a rat in our kitchen? They'd close us down! Um das Offensichtliche gleich vorwegzunehmen, das ist ein großer Verstoß gegen die Gesundheit. Wer weiß, wo diese Ratten ihre Krallen hatten? Ganz zu schweigen davon, dass es unfair ist, wenn Linguini die Lorbeeren für Essen erntet, das er eigentlich gar nicht gemacht hat. Dass Skinner Remy mitnimmt, ist ein bisschen viel, aber wir haben nichts dagegen, dass er dem Gesundheitsamt meldet, was er sieht. First opening is 3 months. It must happen now! It's a gold medal. Monsieur, I have the information. If someone cancels, I'll start you in. But the rat! Die Schließung von Gustos berühmtem Restaurant ist eine traurige Folge, aber Remy, Linguini und Colette scheint es am Ende gut zu gehen. Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Syndrome. No, you don't have to worry about training me. I know all your moves, your crime-fighting style, favorite catchphrases, everything. I'm your number one fan. Niemand ist für die Handlung anderer verantwortlich, aber die Art und Weise, wie Mr. Incredible diesen beeinflussbaren jungen Mann behandelt hat, war nicht gerade hilfreich. Es war klar, dass dieser Fan etwas Führung brauchte und Mr. Incredible war total herablassend und lehnte sich an die elitäre Mentalität von Superhelden an. Fly home, buddy. I work alone. It tore me apart, but I learned an important lesson. You can't count on anyone, especially your heroes. Selbst nachdem Superhelden illegal wurden, hatte Mr. Incredible diese unausstehliche Art an sich, als stünde ihm irgendwie mehr zu, weil er ein Superheld war. Die Taktik von Syndrome ist unverbesserlich, aber die Philosophie, die dahinter steckt, ist eigentlich gut. Warum sollten Durchschnittsmenschen nicht auch super sein können? Er war ein Verfechter des kleinen Mannes und glaubte an Chancengleichheit und setzte seine Intelligenz dafür ein. After all, I am your biggest fan. Buddy? My name is not Buddy! And it's not Incredible either! That ship has sailed! All I wanted was to help you. I only wanted to help! Hätte er doch einfach nicht zu solch abscheulichen Methoden gegriffen. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Seht euch doch dieses Video von Mutschmoto Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.